Bing. Bing. Ihr hört's, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, meine lieben Internetzuschauer. Wir haben den Tag 57 in der Nacht und sind fleißig am Craften. Wir wollen den Wassergraben durchziehen. So sieht der aus. Ach, schick, oder? Wir haben zwei Teiche eingelegt, um das Wasser nachfließen zu lassen. Da wäre die Idee, die Linie hier durchzuziehen und hier hin. Das würde ich gerne als letztes machen. Es sieht irgendwie asymmetrisch aus. Egal, will ich jetzt gar nicht mich selber kritisieren, könnte ich, will ich jetzt nicht. Gefällt mir trotzdem nicht. Egal, das wäre das nächste. Ja, so ein Stück runter und dann hier rüber noch. Und dann haben wir hier rundherum und dann wäre die Frage, hier oben müssen wir natürlich auch einen dann ziehen. Aber ich will ein bisschen Abstand zum Beet haben. Ich will nicht reinfahren in meinen eigenen Wassergraben. Gut. Short Iron Pipes. Das sieht so schon nicht schlecht aus. Da wir hier Beleuchtung haben, sehen wir jetzt auch ein bisschen besser, finde ich. Ja. Schon, oder? Sieht ein bisschen besser aus. Aber da möchte ich noch ein bisschen nachhelfen. So, einfach, dass es ein bisschen heller hier ist. Nein. So eher. Ja, in der Mitte könnten wir auch noch ein bisschen. So, jetzt sollte ich besser reingehen, denn wenn er gleich mit dem Craften von den Short Iron Pipes fertig ist, liegen sie auf dem Boden. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. War da schon immer die Lücke? Duschkiste, Wasserkiste. Ja, scheinbar. So, Rebar. Frames. Und liegt noch was auf dem Boden? Nö, hat gerade so gepasst mit dem Stack, hä? Was man natürlich machen könnte, man könnte schon anfangen. Wir haben ja noch ein paar. Und wir haben auch ein paar Eimerchen. Bevor es jetzt total langweilig wird. Kein Grund, in der Nacht nicht weiterzuarbeiten. So.
Wir zeichnen das mal an, sozusagen. Das wollen wir eigentlich nicht so anzeichnen, das können wir so anzeichnen. Aber mir ist es hier gerade ein bisschen zu dunkel. Ich hoffe, es ist gerade. Nicht, dass ich da schräg was mache. Ich höre nichts. Gut. Nichts hören ist gut. Ist immer gut. Jetzt muss ich nochmal gucken. Da lang. Wir haben Besuch. Hunde. Brauchen etwas mehr Sicht. Bessere Sicht. Ich sehe noch nichts. Aber irgendwo ging auch eine Mine hoch, ne? Hier sind alle Minen intakt. Hier hinten ging keine hoch. Das hätte ich ja als erstes gemerkt. Da hinten läuft was, ist aber schon weg. Ich sehe auch keinen Streuner. Wenn wir einen sehen, blasen wir sofort weg. Das war logisch. Nichts zu sehen. Hier sind auch noch alle Minen intakt. Wo hat es denn vorne die Mine weggehauen? An welcher Stelle denn? Die ist noch da. Da liegt was. Okay. Na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Rebar Frames. Bam, bam, bam. Sehr cool.
Ich muss erst Holz umwandeln und ich brauche vor allen Dingen Woodframes. Das ist viel vorrangiger. Also die Hälfte. Und raus, weiterarbeiten. Vor allen Dingen sind wir nicht zum Ausruhen hier. Die Fackeln. Genau, ich hatte den Beleuchtungsturm mal schön. Da hinten ist es auch so dunkel, oder? Hängen da Fackeln dran? Das sieht man kaum. Ja, nicht überall. Ah, das Wasser kommt doch nach. Soll es doch gar nicht. Ups, falsche Taste. Jetzt habe ich Scheiße aufgesammelt. Also. Genau so machen wir das. Ob das geht, ob ich an den unteren Rand komme. Ja, cool. Sehr cool. Oh, es wird schon wieder hell. Wunderbar. Genau die richtige Zeit zum Arbeiten. So, das kann weg. Das da ist der Außenbereich. Das Wasser läuft hier lang. Das heißt, der muss weg. Ich setze jetzt besser mal Woodframes als Stopper ein. Darunter ist ein Spike. So, einmal Woodframe als Fundament, dann geht es als nächstes tiefer. Der muss noch weg. Thank you.
So, und ich wollte Woodframes als nächstes machen. Okay, das läuft. Konzentration, Konzentration. Spikes, 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 Spikes. Bis wohin denn eigentlich? Bis dahin. Ich hab was gehört. Ich höre doch einen rumjammern. Ich sehe gerade nichts. Er ist so weit weg, der kann es nicht gewesen sein. Egal, wir setzen jetzt Spikes fertig. Da sind sie. Bis zu dieser Ecke. Sagt nur, das Wasser fließt jetzt doch nach. Das wäre cool. Da bräuchte ich nämlich nichts mehr machen. Muss nur die Schleuse aufmachen und fertig. Also ist es scheinbar nicht. Okay. Dann holen wir uns unseren Pott und werden nachschütten. Da zum Beispiel. So, dann geht's los. Dann werden wir diesen Ring mal an zwei Stellen verbinden. Also, ein Ring soll es ja noch werden. Sieht gut aus. Na, nicht umspringen. Ganz wunderbar. Weißt du was? Wir müssen sowieso außen lang bohren, da können wir auch jetzt komplett setzen. Den Vorteil, wenn jetzt einer kommt, läuft er gerade drüber. Es ist kein Hindernis, was er kaputt hauen kann. Und wir müssen jeden Arbeitsschritt nicht zweimal machen. So, das ist gut.
Das ist noch besser. So, wie tief muss ich denn? Da sitzt der Spike, Fundament ist noch eins tiefer. Genau. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schon tief. Und ich bin ganz froh, dass wir genügend Sprit haben. Da jetzt auch nicht noch in Nöte kommen, das herstellen zu müssen. Apropos herstellen. Brauchen mehr Holz. Wieder leer. Wahnsinn, wie schnell das geht. Da ist schon das Ende zu sehen. Da sind wir schon. Ganz hervorragend. Ups. Wo ist der andere Stack da? Ich bin mal gespannt, ob es nachher dann auch so ist, wie man sich's vorgestellt hat. Naja, wie es so schön bei den Strategen heißt, der beste Plan scheitert am Erstkontakt des Gegners. Wobei ich mir jetzt noch gar nicht sicher bin, wie wir drüber kommen. Reicht uns ein beherzter Sprung? Also mache ich nichts? Baue ich eine Rampe? Baue ich eine Brücke?
mache ich einen unterirdischen Tunnel. Man muss ja alle Eventualitäten bedenken. Was, wenn ich einen Hinkefuß habe, wenn ich verletzt bin? Wie komme ich dann drüber? Gar nicht so einfach, da jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. Im Übrigen, was die Neuigkeiten bei 7 Days to Die angeht, es kann sein, dass noch innerhalb dieses Monats, also in den nächsten, ich sag mal 14 Tagen, also innerhalb, anders ausgedrückt, von 2 Wochen, kann es schon sein, dass die neue Alpha kommt. Das nur am Rande. So, jetzt werden wir mal schön verkleiden. Ich wusste doch, dass der noch nicht ausgekleidet war. Und ich weiß ja, dass ich hier eine sehr aufmerksame Community habe, die mich auf die kleinsten Kleinigkeiten hinweist, wenn ich was vergessen habe. Finde ich auch gut so, ehrlich gesagt. Am erstaunlichsten fand ich, dass ich hingewiesen worden bin, dass ich einen Beton noch nicht ausgegossen habe, obwohl ich ihn schon verkleidet habe. Und da, also ich bin normal sehr genau, ja, also das kann man mir ja nicht vorwerfen, dass das alles so ein bisschen holler die Hopp ist, aber dass meine Community da noch ein Auge drauf hat und mich da so richtig tatkräftig unterstützt und mir hilft, alles in die Perfektion zu treiben, das hat mich schon so auch so ein bisschen stolz gemacht auf euch, also da, das muss man an der Stelle auch mal sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich so eine Community habe, die da mit Herzensblut auch dabei ist, das ist schon sehr schick. Erfüllt mich auch ein bisschen mit Stolz. Das hat auch nicht jeder. So. Das war schlau. Was eine Scheiße. Das war schlau gewesen. Oh, Moment. Bevor das jetzt weiter zu mir läuft. Mhm. Da muss ich einen kleinen Stopp setzen. So. Und jetzt geht's weiter. Ja, vergessen zu setzen. Das geht nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Obwohl es schon relativ fix geht, ne? Wir sind hier schon, will ich sagen, im Akkord dabei, aber ausruhen tun wir uns auch nicht unbedingt. Mhm. Damit der Mist jetzt nicht zusammenbricht, nur weil ich den untersten wegnehme. So. Ups, nicht zu weit. Soll ja kein Unglück geschehen. Könnten aber... Oh, das ist wunderbar. Schön die Aufnahme kurz gecrashed. Das geht nicht anders. Dann müssen wir das so machen.
jetzt kann es weitergehen. So. Und eventuell... Naja, doch. Kante passen. Also. Dann versuchen wir mal, hier weiterzukommen. Mhm. Viel haben wir ja nicht mehr. Und wir haben noch sehr in der Früh. Das passt alles. Meine größten Bedenken sind wirklich, dass ich jetzt hier reinplumpse. Das ist das, was mich am meisten jetzt gerade beschäftigt. Aber es sieht gut aus. Puh, so. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch unser Eimerchen. Ja, und dann werden wir dementsprechend unseren Wassergraben füllen können. Freue ich mich schon drauf. Ganz hervorragend. Meine Güte. Die große Frage ist, wie machen wir das vorne? Das ist noch nicht so richtig ausgedacht und überlegt. Da muss ich jetzt hier auch noch einen Frame reinsetzen und den mal schön versiegeln. Ach, ein zu viel. Mist. Egal, was soll's. Was will man machen? Besser zu viel als zu wenig. So, schön um die Ecke gezwirbelt und da kann das nächste Eimerchen hin. Möglicherweise wäre 2 breit besser gewesen. Aber dass jetzt die Stacheln, also dieser Stachelgraben, um 2 zu verbreitern, das ist eine Aufgabe, die kann man noch nachholen. Das ist jetzt erstmal nicht so mega vorrangig. Vorrangiger ist, glaube ich, erstmal, dass man überhaupt einen hat und den Kreis auch schließt. Ah, hier fehlt noch eine Mine. Okay, da läuft es jetzt auch weiter. Da platscht man mal schön das Wasser hin. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe dann, wenn eine Horde kommt, dass die von da unten kommt. Das wird für mich spannend zu sehen, wie das wird. Ob sie aufgehalten werden, ob sie einfach drüber springen, das kann ja sein. Ja. Das wird dann natürlich interessant. Ob sie so eine Konstruktion überhaupt aufhält oder eher nicht. Ob sie besser 2 breit gewesen wäre oder ob 1 reicht. Ganz, ganz viele Fragen sind mit so einer Anlage verbunden, die man auch nicht so auf die Schnelle klären kann. Da braucht man den, ja, Praxistest, sag ich mal, ne? So kann man das ja tatsächlich formulieren. Dann müssen wir erstmal gucken, wie der drauf reagiert wird. So, kann man hier schon Wasser abzwapfen? Ja, würde gehen. Na, jetzt habe ich da nichts mehr. Und hier?
so, das geht doch ganz gut. So, rum ist es dicht. Hep. Das war's auf der Seite. Das hier wäre das nächste Kapitel. Aber ich denke, da müssen wir noch ein bisschen Material herstellen. Werden wir rauskriegen, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat und wenn wir sehen wollt, wie das Projekt abschließen, dann lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich zu der nächsten Folge wieder, wenn es heißt 7 Days to Die. Also, bis dahin, macht's gut und noch viel Spaß im Netz. Tschüss!